Seit einigen Wochen beschäftigt uns ja die Corona-Krise oder sozusagen die Infektion, die doch schon auch bedrohlich ist für die Gesundheit von Menschen. Und wir sprechen hier im Linksnet-Kontext jetzt auch seit einigen Wochen mit Menschen, die wiederum mit Menschen zu tun haben, die möglicherweise besonders betroffen sind von dieser Situation, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die einen bestimmten Fokus haben. Und ich freue mich total, dass wir heute Frederik Schwieger vom Stadtjugendring hier im Gespräch haben. Und es wird natürlich um Kinder und Jugendliche gehen. Hallo Frederik erstmal. Und Hallo Jule. vielleicht kannst du erstmal erzählen, was der Stadtjugendring eigentlich ist und macht. Genau, der Stadtjugendring ist der Dachverband der Jugendverbände und Jugendclubs, Jugendvereine hier in Leipzig. Wir haben insgesamt 38 Mitglieder und sind auf so einer politisch-administrativen Ebene aktiv, also versuchen so die Interessen unserer Verbände, unserer Vereine zu vertreten gegenüber Stadtpolitik, gegenüber Verwaltung, unterstützen und beraten unsere Mitglieder, also bei allen Fragen von Gruppenarbeit zu organisieren, Datenschutz, rechtliche Fragen, zuwendungsrechtliche Fragen, Förderfragen und so weiter und so fort. Und nehmen natürlich auch so über unsere Verbände vermittelt, verstehen wir uns auch als Interessensvertretern von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Leipzig. Genau. Sophie, erstmal, ich glaube. Genau, ne? Und was natürlich jetzt besonders spannend wird, wichtige Arbeit, die ihr da macht, ist, was ist sozusagen seit Mitte März für euch als Stadtjugendring, aber auch für eure Mitgliedsverbände, was hat sich da geändert, ne? Die Arbeit in dem Bereich hat sich ja fundamental verändert. Genau, also man muss dazu sagen, wir als Stadtjugendring haben, glaube ich, erstmal so eine relativ privilegierte Position, beziehungsweise eine privilegierte Berufsgruppe auch. Wir stecken weder in Kurzarbeit wie viele Kolleginnen und Kollegen, noch stehen wir gerade so an vorderster Front irgendwie und müssen uns so dem Infektionsrisiko irgendwie an der Supermarktkasse aussetzen, sondern genau, wir haben unsere Arbeit jetzt umgestellt, wie so viele andere auch. Meine Kolleginnen im Stadtjugendring sitzen jetzt im Homeoffice und arbeiten von zu Hause aus. Das konnten wir sehr gut organisieren, weil auch sozusagen die digitale Infrastruktur dafür schon da war. Und ich sitze sozusagen weiterhin in der Geschäftsstelle und halte hier so ein bisschen die Stellung. Man muss vielleicht dazu sagen auch noch, Stadtjugendring, das ist nochmal so ein bisschen eine Besonderheit. Also wir arbeiten jetzt nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen in den allermeisten Fällen, sondern immer vermittelt über die Verbände, über die Jugendclubs, die wir vertreten und die wir unterstützen. Und dementsprechend, ja, war es jetzt auch nicht so kompliziert für uns, erstmal die Arbeit umzustellen. Also die Geschäftsstelle arbeitet von zu Hause aus. Wir führen weiterhin unsere Arbeitskreise durch. Das machen wir jetzt dann auch per Videochat. Ganz einfach, das sind in den meisten Fällen junge Erwachsene, also das funktioniert auch ziemlich gut. Und genau, für uns jetzt besonders wichtig, jetzt ja, im engen Austausch zu bleiben mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in den Jugendclubs, in den Jugendverbänden, die jetzt versuchen, ihre Angebote und Maßnahmen umzustellen und irgendwie weiterhin da zu sein für die Kinder und Jugendlichen, die ja, bei denen jetzt eigentlich fast alles wegbricht, was irgendwie in den letzten Monaten, Jahren ihr Leben gerahmt hat, quasi. Genau, vielleicht so ein paar Beispiele noch, was irgendwie gerade so passiert und gemacht wird. Ganz viele Jugendclubs haben sich jetzt umgestellt, digital, organisieren jetzt einen digitalen Jugendclub auf Discord. Es gibt so weiterhin digitale Gruppenstunden und die Pfadfinder organisieren so digitale Challenges, um die Kinder und Jugendlichen auch zu Hause zu unterhalten. Es gibt so Telefonsprechstunden und teilweise wird auch Hausaufgabenunterstützung organisiert, weil viele Eltern damit ja auch so ihre Probleme haben einfach. Genau.
Genau, daran steckt ja auch die Aussage, also wenn wir jetzt sozusagen von der Streetwork mal absehen, die auf der Straße ist oder den Hilfen zur Erziehung im ambulanten und stationären Bereich, die natürlich weiter arbeiten, aber wenn wir auf die Jugendarbeit so gucken, Jugendkulturarbeit, auf die offene Arbeit, da ist ja sozusagen wirklich das Problem, dass Anlaufpunkte und Ansprechpersonen eigentlich sozusagen in materieller Form weggebrochen sind. Du hast jetzt schon so angedeutet, dass es versucht wird, auch digital umzustellen. Hast du das Feedback, dass das gut funktioniert? Also ist es dasselbe oder ist es schon ein krasser Einschnitt auch für die Kids jetzt? Ne? Ich glaube, wir versuchen alle das Beste draus zu machen, aber das ist natürlich ein krasser Einschnitt und ist auch eine krasse Umstellung. Gerade für die sehr, sehr jungen Kinder ist es auch total schwierig, also dann irgendwie auf so digitale Angebote zurückzugreifen mit älteren Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen ist es natürlich alles noch mal ein bisschen leichter zu organisieren. Aber das hat natürlich auch so seine Grenzen und ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie im Jugendclub sich gegenüber zu sitzen, irgendwie ungezwungen sprechen zu können, nicht irgendwie in eine Kamera reinzusprechen. Ja, irgendwie einen Kaffee miteinander zu trinken oder eine Cola und einfach da zuzuhören, für jemanden da zu sein und auch so das Nonverbale auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen. Genau, ne? Also doch schon ein heftiger Einschnitt, der natürlich versucht wird zu kompensieren auf die Zeit oder auf eine Zeitspanne, die wir noch nicht so richtig abschätzen können. Ich will noch einen anderen Punkt machen. Ihr habt als Statutenträger ein Positionspapier veröffentlicht, schon vor einigen Wochen, glaube ich, mittlerweile, sozusagen auch im Kontext der Corona-Krise und habt dort einen Fokus auch gemacht auf ökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche und Familien, also Familien, die einfach nicht genug Kohle haben, um über die Runden zu kommen und fordert da auch sozusagen einen besonderen Blick drauf. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, wenn das geht, was da vielleicht auch politisch sozusagen aufgefangen wurde. Also viel Kohle fließt natürlich jetzt in die Wirtschaft, wurde aber sozusagen auch ausreichend auf diese Problemlagen geguckt. Und was treten da vielleicht auch für Probleme auf? So. Ja, also ich würde erstmal sagen, leider passiert da gerade noch zu wenig. Die Wohlfahrt, insbesondere auch der Paritätische Wohlfahrtsverband mit dem Ulrich Schneider, wir fordern ja diesen Corona-Hilfsbonus für Hartz-IV-Familien, 50 Euro, 100 Euro zusätzlich im Monat für die Verpflegung, weil natürlich der Hintergrund gerade folgender ist, die Tafeln, die brechen gerade weg, die Essensversorgung in der Schule fällt weg, die Essensversorgung in Jugendclubs und so weiter und so fort, ganz, ganz viele Angebote, die das so ein bisschen abfedern, dass die Hartz-IV-Sätze eigentlich nicht bedarfsdeckend sind, die fallen gerade weg. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass gerade auch in den Supermärkten auch immer wieder die Situation ist, dass nicht alles in ausreichender Menge gerade bei den günstigen Produkten bereitsteht. Und dann ist es natürlich noch härter. Alle sitzen jetzt zu Hause irgendwie in der Familie, müssen versorgt werden und das Hartz IV reicht da einfach nicht. Genau, da ist leider bisher nicht viel passiert in die Richtung. Also es sind auch Dinge passiert. Es gibt das Elterngeld wurde geöffnet für von Kurzarbeit betroffene Familien und so weiter. Das ist sicherlich positiv, aber gerade für die Ärmsten der Armen ist da leider zu wenig passiert. Und ich vermute auch, dass das eventuell damit zusammenhängt, dass dort dann sozusagen auch politisch das Eingeständnis mit zusammenhängen würde, dass die Bedarfssätze, also die Verpflegungsbedarfssätze, nicht bedarfsgerecht sind.
Also muss hier unbedingt auch Druck gemacht werden, dass in dem Bereich noch was passiert. Und ich glaube, es gibt sogar die Forderung, dass es, also wir haben ja vor wenigen Monaten auch durch Bundesgesetzgebung die Situation erreicht, dass Mittagessen komplett kostenlos ist, auch für Bezieherinnen von Bildung und Teilhabe. Und das Geld fließt natürlich jetzt nicht, ne? Und ich glaube, es gibt auch die Forderung, dass das Geld an die Familien sozusagen ausgezahlt wird. Also das auch als politischer Auftrag, hier noch mehr Lobby zu sein für die, die ganz am Rande stehen und jetzt sozusagen auch noch verschärft stehen. Genau, vielleicht von der Perspektive jetzt noch auf die Landschaft der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird ja viel diskutiert, auch im örtlichen Jugendhilfeausschuss, was eigentlich mit der Absicherung der Projektträger, der Projekte passiert, die vielleicht jetzt auch nicht stattfinden können oder die Träger, die Leistungen erfüllen, die vielleicht jetzt nicht in Gänze erfüllt werden können. Wie ist die Situation da? Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben. Oder woran also, geht es da auch noch? Ich habe den letzten Satz jetzt gerade nicht verstanden, sorry. Also ich habe gesagt, ob du da, ob du einen kurzen Einblick geben kannst, was eigentlich mit der Absicherung der Kinder- und Jugendhilfe-Landschaft ist in ihrer Breite. Genau, also man muss dazu sagen, das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Förderung, Zuwendung oder Leistungsverträge. Ich spreche jetzt mal nur über die Kinder- und Jugendförderung. Da funktioniert die Finanzierung über eine Förderung zu einem bestimmten Zweck, der durch den Jugendhilfeausschuss ausgewählt wird. Die Förderung beziehungsweise die Zuwendung ist für das Jahr 2020 erstmal in der Form bewilligt. Und ich gehe davon aus, dass das auch trotz jetzt eingeschränkter Angebote und Maßnahmen auch in der Form so weiter finanziert wird, ohne dass da jetzt irgendwelche Kürzungen stattfinden oder die Leute irgendwie in Kurzarbeit gesteckt werden. Genau, bei den entgeltfinanzierten Maßnahmen ist es noch mal ein bisschen komplizierter. Schulbegleitung oder Familienhilfe, das funktioniert über Fachleistungsstunden und da ist dann die Abrechnung, funktioniert die Abrechnung über die eigentliche Stunde, über die abgeleistete Stunde. Dafür gab es jetzt auf Bundesebene, also schon am Ende März dieses Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, die da die Weiterfinanzierung ermöglichen sollte. Genau. Genau, ne? Wobei vielleicht hinzugefügt, also jetzt können wir sozusagen noch sicher sein, wir wissen noch nicht, wie lange die Situation anhält und woher das Geld vor allem genommen werden soll, was jetzt durch die Stadt auch verauslagt werden soll, ne? Ich befürchte, dass wir da schon noch vor Kämpfen stehen in den nächsten Jahren, ne? Wenn es um die Regelung geht. Ich denke auch, dieses Jahr, das Geld ist sowieso im Haushalt eingestellt. Das wäre jetzt aus meiner Perspektive Quatsch, das irgendwie alles umzumodeln und nur zu verkomplizieren. Da hängt ja immer ein großer bürokratischer Aufwand mit dran. Aber natürlich, der Doppelhaushalt für 21, 22, der steht jetzt im nächsten halben Jahr, im nächsten Dreivierteljahr an zur Verhandlung und ja, das wird ein hartes Brot sicherlich. Und da haben wir auch ein bisschen Pech, sage ich mal, dass wir jetzt keinen Doppelhaushalt 2021 haben, weil dann vielleicht im kommenden Jahr schon wieder ein bisschen einfacher aussehen würde. Aber da müssen wir jetzt durch. Genau, ne? So, aber die Botschaft, auf jeden Fall müssen Kids und Jugendliche jetzt erstmal keine Angst haben, dass ihr offener Treff im August nicht mehr da ist. Man muss aber sozusagen zum nächsten Jahr dann schon zusammenstehen und auch die Errungenschaften verteidigen. Ne? Genau. Vielleicht die Perspektive, ihr schreibt in eurem Positionspapier auch so einen salomonischen Satz, dass ihr jetzt sozusagen auch daran arbeitet, Perspektiven aufzumachen für die Zukunft. Und ich versuche jedem Gesprächspartner, jeder Gesprächspartnerin auch die Frage zu stellen, es treten Probleme in der aktuellen Krisensituation auf, aber es werden auch Chancen sichtbar. Ne? Vielleicht kannst du aus, wenn du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, aus der Perspektive der Kinder- und Jugendförderung auch
sozusagen mal den Fokus aufmachen, gibt es Chancen, die wir jetzt sozusagen ergreifen sollten und auch in die Zukunft mitnehmen? Also ich muss persönlich sagen, ich bin gerade ein bisschen pessimistisch, ob diese Krise wirklich eine Chance ist. Klaus Dürre hat da gerade einen sehr schönen Text zugeschrieben, den ich sehr empfehlen kann. Ich befürchte leider, dass sich die sozialen Unterschiede und Verwerfungen eher noch verstärken werden, wenn es da nicht auch irgendwie ja zu starken politischen Interventionen zu ja, einem solidarischen Zusammenstehen und einer Veränderung auch von irgendwie Reichtumsverteilung in dieser Gesellschaft kommt. Man muss ja dazu sagen, die Probleme mit Kinderarmut, mit Jugendarmut, das sind ja keine, die jetzt irgendwie mit der Corona-Krise irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen sind, sondern das sind Probleme, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer weiter verschärft haben. Wir sprechen heute von einer Normalisierung auch von Armut in der Gesellschaft. Jeder ist seines Glückes Schmiedes und wer es da nicht schafft, der ist es eigentlich selber schuld. Das war der Stand schon 2019 und jetzt mit einer sehr, sehr schwierigen Kassenlage für die kommenden Jahre ist es sehr zu befürchten, dass sich das nicht verbessert, sondern dass es eher noch zu Lasten der sozialen Infrastruktur geht. Weil natürlich auch, wir kennen das aus Leipzig, aber auch aus vielen anderen Kommunen, soziale Infrastruktur auch immer davon abhängig ist. Wie ist gerade die Kassenlage innerhalb der Kommune? In Leipzig gab es in den letzten Jahren eigentlich eine eher positive Entwicklung, muss man sagen, auch gerade wenn man sich so umguckt, irgendwie innerhalb des gesamten Landes Sachsen, aber auch deutschlandweit. Dann wurde hier eher ausgebaut an sozialer Infrastruktur. Das hatte damit zu tun, dass Gewerbesteuereinnahmen, es mehr Gewerbesteuereinnahmen gab, irgendwie mehr Steuereinnahmen insgesamt in der Stadt Leipzig angekommen sind. Und ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich irgendwie einmal um 180 Grad drehen. Okay, also eher ein pessimistischer Blick, der natürlich dann auch ein Appell ist an die, die eben für eine soziale Gesellschaft kämpfen, jetzt zusammenzustehen und vielleicht sich auch zu verbünden. So könnte man das auch verstehen. Last but not least, vielleicht die Frage, was wünschst du dir sozusagen aus Perspektive der Kinder- und Jugendarbeit oder auch für Kinder und Jugendliche jetzt in der Kurzfristperspektive? Corona-Hilfsbonus auf jeden Fall irgendwie für Hartz-IV-Familien, Punkt 1. Es geht immer wieder um Digitalisierungspakete. Das wird jetzt sicherlich nochmal einen neuen Schub aufnehmen. Ich denke aber auch, da geht es ja dann immer nur um die Ausstattung innerhalb der Schulen. Ich denke aber auch, dass man gerade so die Ausstattung, die individuelle Ausstattung von Kindern aus armen Familien dort in den Blick nehmen müsste und da auch den Endverbraucher mit entsprechendem Material ausstatten müsste. Und grundsätzlich wäre mir noch wichtig, dass dieses Thema Kindergrundsicherung nochmal neu auf die Tagesordnung genommen wird und es perspektivisch eine Kindergrundsicherung gibt, die auch das hält, was sie verspricht, nämlich soziale Sicherheit für Kinder, für Jugendliche und ihre Familien. Genau, okay. Vielen Dank. Ich wäre am Ende, wenn du nicht was hinzufügen willst noch. Nö. Ich glaube nicht, nee. Dann Dankeschön. Danke für das Gespräch, Jule. Ja, und danke dir auch. Auf bald. Wir sehen uns hoffentlich.